Eröffnungsrunde. Ich fange jetzt einfach mal an bei dir, Marion, deine Feuertaufe sozusagen. Was sind denn deine täglichen Casting-Erfahrungen mit dem Thema Rollenbilder in den Medien? Ganz konkret gefragt, gibt es ein Drehbuch von dir, das du auf dem Tisch hast, wo du sagst, boah, das könnte auch anders sein? Ganz konkret gefragt. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Immer noch. Wobei ich wirklich erstmal, weil jetzt bestimmt sehr viel Kritik auch geäußert wird, an den Zuständen vorausschicken möchte, dass wirklich spürbar seit gefühlt 2 Jahren sich wahnsinnig viel in der Richtung tut. Also durch diese Studie, aber auch das, was die Abteilung Pro Quote Regie da geleistet hat. Und auch unser offener Brief vom BVC, der vor 2 Jahren an alle geschickt wurde, da wird jetzt Manolia gleich nochmal im Detail drauf eingehen, ist unglaublich viel in Bewegung geraten. Also es ist ins Bewusstsein gekommen bei der Regie, bei Produzenten und auch bei der Redaktion, dass es da ein enormes Ungleichgewicht gibt. Also das kann ich schon mal ganz klar bestätigen in meinem Besetzungsalltag. Nichtsdestotrotz, es bewegt sich noch so in dem Bereich, dass man durchaus am Ende, wenn man so alle Rollen im Überblick hat, da schon mal drüber schaut und sagt, okay, wie viele Männerrollen haben wir hier, wie viele Frauenrollen haben wir hier, welche Rolle kann man vielleicht, obwohl es männlich geschrieben ist, in eine Frau umwandeln und so weiter. Das findet statt. Geht natürlich immer nur bedingt, wenn die Geschichte schon richtig festgezurrt ist, kann man ja nicht mehr überall so rumschrauben, aber im Rahmen der Möglichkeiten machen wir das. Wo es aber wirklich happig wird, und das macht mich immer noch fuchsteufelswild, ist einfach, dass Frauen nicht altern dürfen. Ab 35, 40 wird es wirklich eng. Selbst wenn es im Drehbuch so geschrieben ist, also es gibt ja oft Figuren, eine Frau, die Biografie hat, sie hat Medizin studiert, ist erfolgreich in einer Praxis tätig, hat 3 Kinder großgezogen und soll dann auf einmal 40 Jahre alt sein. Weil die Frauen, die ich mit 45, 50, was auf jeden Fall realistisch wäre, vorgeschlagen habe, dann auf diese Reaktion fällt, oh, wir hätten irgendwie gerne so frische, junge Gesichter und die kann doch auch mit 18 das erste Kind bekommen haben. Magst du sagen, wer das dann sagt, also keine Namen, sondern ist es dann die Redaktion, ist es die Regie, ist es der Produzent, der junge Producer, Junior-Producer, whatever? Also jetzt in dem konkreten Fall, den ich im Kopf habe, war es tatsächlich die Produzentin, ne? Also das ist überhaupt nicht jetzt nur, dass da Männer so drauf reagieren, es sind auch Frauen, die so reagieren. Und eklatant wird es vor allen Dingen dann, wenn ich mal ganz provokant versuche, also wenn es darum geht, Paare zusammenzustellen und ich es wage, eine Frau vorzuschlagen, die gefühlt 5 bis 7 Jahre älter ist als der Mann. Ich schaue in völlig entsetzte, entgeisterte Gesichter. Ein absolutes Tabu im deutschen Film. Und das mit einer Beiläufigkeit so zu erzählen, ohne dass man jetzt gleich die ganze Geschichte daraus macht. Und da wird es einfach immer noch deutlich, dass wir hier noch unglaublich viel zu tun haben. Ist es so, dass du im Rahmen der Möglichkeiten, die eine Casterin hat, schon auch darauf aufmerksam machst und sagst, Moment mal, die Konstellation kann... Also ich habe das auch schon gemacht, ich habe auch schon mal gesagt, das kann nicht stimmen. Da sollte eine 21-Jährige dann plötzlich eine ausgebildete Anwältin sein. Hast du da Erfahrungen, du hast ja gerade das Feedback erzählt, aber kannst du erfolgreich Einfluss drauf nehmen, zumindest auf das eine oder andere? Man kann es versuchen. Also was wir tun können, ist immer wieder es probieren, immer wieder darauf aufmerksam machen und klar, die Entscheidungen treffen andere Menschen. Aber ich lasse mich locker. Ich werde immer wieder, da wo es geht, werde ich es probieren. Aber ich kann auch Positives sagen. Ja, gerne. Wir hatten eine Rolle eines Arztes und eines Notarztes. Und das war ein Projekt, das spielt in den 50er, 60er Jahren. Und ich habe versucht, im Internet rauszufinden, wie viele Notärzte es gab, aber da findet man leider nichts. Ich habe aber dann den Autor, den ich sehr gut kenne, Gott sei Dank, direkt angerufen und gefragt, du machst ein tolles Drehbuch, aber hast es sehr männerlastig, hast du einen Grund, warum du 2 Männerrollen bei den Ärzten reingeschrieben hast, weil die Frage wäre, können wir nicht auch eine Frau besetzen als Notärztin? Da habe ich gesagt, ja klar, auf die Idee kam ich nicht. Und das zeigt einfach, dass jeder so seinen Space hat, in dem er schreibt. Und es wäre halt wunderbar, wenn wir ein bisschen mehr Kontakt zu den Autoren hätten, sofern das überhaupt möglich ist. Weil manchmal kommen wir halt sehr spät auch erst auf Projekte drauf und dann bleibt die Zeit nicht mehr. Es sind auch schon dann andere Entscheidungen getroffen worden. Und das Weitere bei dem Projekt war auch, dass wir einen Modefotografen hatten als Figur.
Und da die Zeit 50er, 60er Jahre ja auch im Modebereich in Italien und Frankreich sehr stark schon war und so ein bisschen vorbildhaft, habe ich ihn auch das gefragt. Ich habe gesagt, können wir da nicht einfach einen Franzosen oder einen Italiener besetzen? Ich habe gesagt, ja klar, gute Idee, weil das ja den Blumenstrauß des Ensembles bunter macht. Und wenn wir die Möglichkeit haben, eben solche Gespräche zu führen und schon früh drin zu sein in einem Projekt, dann kann das ja befruchten. Oder man hört halt, nein, das will ich nicht so und das hat auch Regie und Produktion und Redaktion schon entschieden, dann müssen wir damit leben. Aber das wäre einfach nochmal mein Aufruf, dass wir auch gerne bereit sind, einfach auch mal, vielleicht sind Autoren da, irgendwie mal auf uns zuzukommen, wenn sie schreiben und sagen, ich habe hier einen Stoff, ich habe noch gar nichts irgendwie fest, keinen Vertrag, aber ich möchte einfach dich fragen als Casterin, hast du Ideen, wer die Hauptrolle spielen könnte, das Figurenprofil ist so und so. Und dann können wir ja auch mal Vorschläge bringen, weil Autoren selten die Schauspielerlandschaft wirklich kennen. Und oft schon natürlich Bücher schreiben, die auf eine Schauspielerin oder auf einen Schauspieler dann schon fokussiert sind und die dann früh ins Boot geholt werden. Wie Frauenfiguren in den Filmen sind, hat natürlich auch damit zu tun, wie viele Frauen in dem kreativen Prozess involviert sind und natürlich auch wie viele Regisseurinnen es gibt und wie viele Drehbuchautorinnen es gibt, weil das verändert halt viel. Ich habe in einem Ihrer Filme oder in einem Interview auch entdeckt, eine Aussage, die auch sehr selbstkritisch, wo Sie auch sehr selbstkritisch mit sich umgehen und sagen, Sie hatten auch schon das Erlebnis, dass man sagt, Frau Furtwängler, ja genau, das Pilotenerlebnis, die Pilotengeschichte mit der Pilotin, ich will es mal so ausdrücken, hat man immer selber den geschärften Sinn dafür, deswegen die Frage jetzt, wieder an Frau Derflinger, dass man sozusagen die richtige Besetzung oder dass diese Besetzung auch eine Frau sein könnte. Ist Ihnen auch schon mal vielleicht hinterher aufgehört, sagen, Mensch, wieso habe ich das nicht mit einer Frau besetzt, wieso habe ich das nicht so besetzt? Oder sind Sie da schon von vornherein viel mehr sensibilisiert, weil Sie auch diese Erfahrung selber gemacht haben als Regisseurin? Ja, das kommt, mein Gott, eben auf die Figuren an. Natürlich also gibt es genau diese Tendenz, dass man dann immer denkt, okay, könnte es auch eine Frau spielen, aber auch umgekehrt, wenn es eine Frau ist, könnte es auch einen Mann spielen. Ne? Also wenn man sich halt wahnsinnig langweilt mit dem Geschichte, dann denkt man sich, okay, was wäre, wenn die Geschichte umdreht, kommt dann irgendwas Interessanteres heraus. Das ist halt so ein Vorgang. Und ansonsten glaube ich, was die Frauenrollen betrifft, ist halt so, es muss halt einfach ein mehr Selbstverständnis sein. Also es geht, irgendwie ist natürlich so ganz klar fixiert, quasi die Schönheit der Frauen ist halt immer noch so ein Thema, das in den Filmen ist. Und wenn ich an Amerika denke, okay, dann ist halt die Schönheit der Schauspielerinnen am roten Teppich, aber im Film dürfen sie ausschauen, wie sie halt ausschauen. Und bei uns haben wir immer so das Gefühl, die Schönheit der Frauen muss dann auch immer noch in dem Film sein, aber dann werden keine interessanten Rollen, keine interessanten Geschichten. Also mit dem roten Teppich für die Schönheit. Ich glaube, entscheiden und auslösen, wenn ich das vielleicht sagen darf, mit dieser Neugier tatsächlich damals zu gucken, hey, wie sieht das eigentlich in Deutschland aus, war ein Panel, den ich gesehen hatte in London mit Gina Davis und dachte, hui, das klingt ja schrecklich, was da in Hollywood los ist, wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Und so begann diese Reise, die jetzt wirklich so irgendwie so kompetent und professionell aussieht. Ich bin da wirklich auf eine Weise mehr, ich möchte fast sagen, reingestolpert, einfach mit einer Neugier und dann habe ich aber gedacht, na gut, aber wenn wir das untersuchen lassen, wäre es natürlich schon gut, wenn die Programm machen, vielleicht auch dabei sind. Und dann gab es eine Christine Strobel, die sagte, du, ich mache mit, aber dann würde ich auch mal ZDF fragen. Ich dachte so, meinst du? Und dann habe ich eben Herrn Bellut, und ich glaube, der war nur froh, dass ich nicht das Thema Riefenstahl angesprochen habe. Und so bin ich da eigentlich so von Schritt zu Schritt gekommen. Und es war interessant, jetzt in dem Video zu sehen, dass viele der Leute, die da, ob jetzt Ebeling, ProSieben1 oder Anke Schäferkord, Christine Berg, also wie schnelllebig unser Medium ist, wie schnell die Leute dann auch schon wieder woanders sind oder weg sind, ist interessant. Aber der Auslöser vielleicht für mich war einmal diese Gina Davis-Geschichte, war aber eben auch dieses kurz von Ihnen erwähnte Pilotinnenbeispiel, was ich immer wieder erzähle, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin selber sexistisch, ich bin selber voller Vorurteile und mir geht es eben extrem stark darum, dass wir uns bewusst machen, wie wir selber, alle, die wir in dieser Gesellschaft groß geworden sind, vorurteilsbehaftet sind. Und deshalb ganz richtig, wie sagten, der Autor meint es nicht böse und er will niemand ausschließen. Ach nee, Sie hatten es erzählt, ne? Mit dem Autoren, der dann sagt, ach so, ja, kann auch eine Frau sein. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht.
wir denken über viele Dinge nicht nach. Und wie gesagt, dieses Pilotinnenbeispiel, für die, die es nicht kennen, ich war mal auf einem Flug, das ist lange her, wo zum ersten Mal eine Pilotin, ich eine weibliche Stimme hörte. Ich sage jetzt, was Österreicher, grüß Gott, ich bin Martina Müller, ich fliege hier heute nach München. Und meine Reaktion war einfach, scheiße, wie komme ich hier raus? Und ich war mega schockiert über mich selber. Ich war wirklich schockiert und dachte, aber Maria, du hast dich gerade eingesetzt für mehr weibliche CEOs beim DLD Women und das kann doch nicht sein. Aber das war meine archaische Reaktion. Ich hatte einfach kein Bild von einer Pilotin. Ich hatte kein Bild in irgendeinem Hollywood-Fernsehfilm, die das Ding noch in letzter Sekunde sicher zum Boden bringt oder in keinem Kinderbuch. Ich hatte kein Bild und da war mir klar, verdammt, das ist einfach tief in uns drin und da hilft es auch nicht, wenn einer Kleber sagt, ich habe Töchter, deshalb bin ich selbstverständlich Feminist. Wir sind alle voller Vorurteile und ich habe neulich gehört, wunderbar, von Brené Brown, we're all racist, we're all homophobic, we're all sexist. Und es gibt ein wunderbares Beispiel von Desmond Tutu, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, Schwarzer, obviously black, aus Südafrika, der war der Erzbischof und Nobelpreisträger, glaube ich, auch Friedensnobelpreisträger, der erzählt hat, dass er auf dem Flug irgendwie von Südafrika nach Europa beim Abflug sieht, da sind zwei schwarze Flugkapitäne eingestiegen, die sind dann in sehr schlechtes Wetter gekommen und er ertappt sich selber dabei, wie er denkt, ich hoffe, dass auch ein weißer Kapitän im Cockpit sitzt. Und das so tief ist das in uns drin, so stark sind wir gesellschaftlich geprägt und ich glaube, das ist mir neben sozusagen dem, was wir sicher erreichen konnten mit diesen Studien, dass wir einfach Fakten haben, die einfach Erkenntnis und damit auch die Möglichkeit von Veränderung oder vielleicht auch den Zwang erhöhen. Dazu sei übrigens gesagt, wir messen nächstes Jahr wieder, die Partner sind alle wieder an Bord und es wird 2021 die nächste Publikation geben und ich glaube, das ist gut, dass man da mit einem gewissen Druck hinterher bleibt. Ich denke, man kann sicherlich auch schon einige Entwicklungen jetzt absehen, vielleicht auch was das eigene Verhalten betrifft, aber quantifiziert werden wir es dann erleben, wenn die Studie veröffentlicht wird. Frau Singelnesko, haben Sie das Gefühl, dass sich beim BR da auch ganz speziell, möchte ich jetzt einfach mal fragen, dass sich da etwas verändert hat seit der Studie oder auch schon davor oder erst jetzt oder noch nicht so sehr? Was haben Sie da für ein Gefühl oder für Fakten? Also da möchte ich gerne auch bei Frau Furtwängler anschließen, weil Maja Lötz, die auch heute da ist, ja mit ihrem Zentralinstitut unterm Dach des BRs ist und seit vielen, vielen Jahren sich damit beschäftigt und auch uns Redakteure immer wieder in Workshops auch darauf hingewiesen hat und uns gearbeitet hat. Wir wussten darum, also das ist gelebt, sage ich mal, im BR natürlich nicht in der Breite und den richtigen Durchschlag gab es aber dann natürlich durch diese öffentliche Wahrnehmung und dadurch ist wiederum dann im BR ins BR zurückgespielt worden, ins Haus, in die Führungsebenen, dass wir da viele Initiativen haben, eine Sensibilisierung viel stärker natürlich als vorher. Wir haben jetzt als BR diese Charta der Vielfalt unterschrieben für die offene Unternehmenskultur, wir haben einen Diversity-Beirat, alles Sachen, die jetzt in den letzten zwei Jahren passiert sind. Also da bewegt sich sehr, sehr viel im Bewusstsein. Es wird natürlich eine ganze Weile dauern, bis das wirklich sich setzt, bis es umsetzbar ist, bis ja, es tatsächlich Ergebnisse zeigen wird. Aber es ist, glaube ich, der BR ist da sehr, hat sehr schnell reagiert und hat sozusagen auch diese Institutionen bei sich gehabt. Spannenderweise ist der weibliche Anteil, also nicht nur der Protagonistinnen, sondern der Gesamtdarstellerinnen, am höchsten im Daily-Bereich. Ja, in der Telenovela, genau. In der Telenovela. Ja, dort, wo es um Romanze und Gefühle geht, da sind wir Frauen so oft repräsentiert wie in der Wirklichkeit, nämlich zu 51%. Trotzdem sind wir dort in diesen Feldern oder auch in der Bildung sind Frauen mittlerweile deutlich überrepräsentiert in Wirklichkeit. Wenn es aber um Experten oder um so weiter im Fernsehen geht, sind wir Frauen deutlich unterrepräsentiert im Bereich Information und diese gleiche Redaktion sehen wir in der Fiktion. Das heißt, wir hinken sowohl in der Information als auch in der Fiktion der Wirklichkeit deutlich hinterher. Und das ist vielleicht auch immer noch mal ein Argument für Casting, ist das, wenn man sagt, und das ist ja übrigens auch der Rundfunkauftrag, dass sie die Gesellschaft abbilden, dann hinken wir dem weit hinterher. Übrigens der einzige Bereich, wo es in der Fiktion mehr Frauen gibt als in der Wirklichkeit, ist
im Bereich Sicherheit und Polizei. Markus Ammon, Sky ist ja nun wirklich ein weltweit tätiger Sender. Haben Sie das Gefühl, da Sie ja für Content, für Original Production zuständig sind, für den, im deutschen Markt sieht das Programm anders aus, was die Verteilung angeht, also Frauen, Männer, Minderheiten, als beispielsweise in Amerika oder in England? Sie beobachten das Programm ja sehr genau. Gibt es da ein Gefühl oder gibt es da Daten? Zuallererst bin ich jetzt hier mal der einzige Mann auf diesem Panel. Dieses Ungleichgewicht scheint ja nicht der Wirklichkeit im Medienbereich zu entsprechen. Deswegen würde ich auch ganz gerne eher disruptive Rolle hier einnehmen, was ich allerdings nicht kann, weil mir auch Zahlen, Daten, Fakten ehrlich gesagt fehlen. Ich habe sie nicht. Ich habe auch wie viele von uns nur eine Wahrnehmung und ein Gefühl. Und das Gefühl zeigt mir viele Frauen on air auf dem Screen in sämtlichen Bereichen. Was ich glaube ich auch bei dieser Thematik wichtig fände, wäre eine Art Clusterung in unterschiedlichste Bereiche von Journalismus, Nachrichten, über Reportage, Dokumentation bis hin dann zur Fiktion, die wir heute besprechen. Aber scheinbar, und das muss ich ja dann auch anerkennen, gibt es ja dieses Ungleichgewicht. Lustigerweise habe ich mich auf diese Veranstaltung nur kurz vorbereitet, wurde erst vor ein paar Tagen angefragt und bin dann doch mal ins Netz und habe gegoogelt, irgendwie Frauenbild im Fernsehen, und dann kommt diese Studie, großartige Pressearbeit, kommt nämlich auf den ersten 20 Seiten, glaube ich, die man dann so durchgoogelt, und dann kommt dann doch was vom NDR, dann schaust mal, was der NDR dazu sagt, da kommt auch wieder ein Bezug auf die Studie. Das ist super, die ist sehr präsent, also da scheint irgendwas dran zu sein und ich scheine auch wirklich was bewegt zu haben. Klasse. Dann gebe ich das Stichwort ein Männerbild im Fernsehen. Was kommt die Studie? War das sehr lustig, es gibt wenig Informationen. Wem? Oder was? Nein, es gibt wenig. Da kann ich Sie tiefenentspannen, wenn jemand mit dieser Studie und auch der Publikation zu der Studie nichts zu tun hat, ist es der Verlag meines Mannes. Aber nochmal auch zu Ihrer Frage. Nein, ich bin in England, also Sky ist in Deutschland, in Italien und in England aktiv und es gibt viele paneuropäische Anstrengungen, sowohl im fiktionalen Produktionsbereich, aber auch in anderen Themenbereichen, Technologie, Kundenservice und so weiter. Wurscht, aber in England, und das ist sehr, sehr auffällig, spielt Diversität nochmal eine ganz, ganz andere Rolle als in Deutschland. Da ist es wirklich an jedem Pfosten, wenn man da bei den Kollegen in England ins Gebäude kommt, an jeder Wand, an jedem Screen, der da rumhängt, sind Themenbereiche rund um dieses Thema zu finden. Und das merke ich auch bei den Kolleginnen und Kollegen, meinen Pendants, meinen Counterparts, die dort fiktionale Inhalte gestalten, wie wichtig es ist, dort eben auch afroamerikanische Schauspieler zu besetzen, indische Schauspieler zu besetzen, ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern herzustellen. Ohne Quote, muss man sagen, ist es dort viel besser als hier gelungen, ein Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen.